Unicorn starten. Also ich muss voll grinsen, also wie ihr sehen könnt, Leute. Ich sage erstmal nochmal Hi, wir können nochmal Hi sagen. Ja, hallihallo. Seht ihr, die haben die gleichen Klamotten an, das ist das Video, das kommt ja eine Woche später raus, aber wir haben es am gleichen Tag gedreht, deswegen. André war so frei, hatte Zeit gehabt und ja. Ja, ich freue mich auch. Sehr, sehr geiler Wagen, ey. Also undercover bist du mit nicht, wo? Was meinst du undercover? Ja. Achso, ich weiß genau, was mit du meinst. Mit dem M4, nein, schon ein bisschen... Kannst dir nicht vorstellen, was manchmal los ist. Also André hat den jetzt eine Woche. Genau. Im Gesicht. Vergleichen. Nein, kannst du nicht machen, das geht auch nicht. Aber du siehst noch, wo es noch mehr immer geht, oder? Ja. Das, wo man eigentlich denkt, mehr geht da eigentlich gar nicht mehr. Ja, genau, und das hat mich auch so überrascht, dass die Range so groß ist auch nochmal, ne? Was da wirklich nochmal passiert, was sich da nochmal ändert. Also wie gesagt, Ferrari 488 GTB. Genau. Wie viel PS? 670. 670 PS. Naja, streuen aber eigentlich alle, die bisher gemessen wurden, in der Regel nach oben. Also kannst eigentlich 700 sagen, ja. Wie Turbo. Naja, wenn der kommt irgendwann auch noch im Prüfstand, wird wahrscheinlich dann auch 700 haben. Okay. Ist ja bei den M's nicht anders. Hast du ja auch schon selbst in deinen Videos gehabt, glaube ich, ne? Plus 30 PS. Genau. Tui ist, glaube ich, sogar 37 damals. Ne? Fast genau, 40 seine, PS bei, mehr, genau ja. Seine war 40 PS mehr sogar. Ja. Wie gesagt, hat André sich jetzt einen Traum erfüllt. Das hat er, wollte er immer haben, wo? Hast du so immer gedacht, irgendwann? So sieht's aus. Man lebt nur einmal, sage ich auch, oder? Also. Ganz genau. Nee, schon eine sehr geile Kiste. Also die Form, Optik, ich blende das ja immer ein, ihr kennt das ja, also von außen sprachlos. Ich wusste gar nicht gerade, was ich filmen sollte alles. Ja. Wir haben so viele Sachen, was so besonders ist, war mit den ganzen Carbon-Teilen, hast du gesagt, nur die Carbon-Teile alleine waren jetzt außen. 30.000 Euro, wenn ich die jetzt hätte kaufen müssen. Die waren zum Glück alle schon dran. Also das war die Seitenschweller, oder? Genau, Seitenschweller, Heckdiffusor. Heckdiffusor. Die Spiegel und die Luftleinlässe. Ja. Ach ja, und vorne die Lippe. Bei der Lippe ist es ja nur ein Aufsatz im Prinzip. Aber die kriegst du auch hauptsächlich eigentlich nur beim Edeltuner halt für Ferrari und Lambo und so, ne? Es lohnt sich ja nur in kleinen Stückzahlen und dann wird der Preis natürlich entsprechend angepasst. Ah, der Motor ist direkt, so direkt, du sitzt genau hinter dem Motor, das ist so geil. Wird auch schön warm nach einer Zeit. Ja, auch wie der ansaugt, das Sauggeräusch und so, ist so geil. Absolut, jedes Mal, wenn ich fahre. Das ist echt der Wahnsinn. Also es ist 3 Jahre alt. Wie viel ist er jetzt weg? 17.000 Kilometer. Ja. Und wie viele Daumen nach Omas schon kriegt? Kann ich jetzt schon nicht mehr zählen, tatsächlich. Das ist so verrückt. 60. Aber wenn du deine Ruhe haben willst, dann fährst du besser hiermit nicht rum. Nee, das ist egal, Tankstellen, also das ist wirklich unglaublich. Letztes war ich auf der Tanke, da waren da Schulklassen mit 3 Schulbussen. Ne, da waren so 15, 16 Jahre waren die alt. Ne, dann standen da wirklich 50 Leute mit einmal um das Auto drumherum. Da habe ich dann beim Bezahlen habe ich 2 von den Jungs gesagt, so ihr seid jetzt die Aufpasser, ne, weil ich mich gar nicht reingetraut habe. Aber die haben dann auch gut aufgepasst. Ist ja auch was Besonderes. So Ferrari siehst du so selten. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, Audi A8. Ja. War so noch in der Überlegung, aber ja, ist es jetzt... Es ist ein geiler Wagen, aber es ist nicht so was Besonderes wie Ferrari. Genau. Ja, es ist einfach so. Cool. Ich bin früher ein einziges Mal, das hatte ich noch nie erzählt, mit der Schulklasse, waren wir am Gardasee, mit der Oberstufe. Und da war ein älterer Unternehmer, der hat uns im Restaurant, stand sein Ferrari, 360 Modena. Ja. Ich glaube, das ist ein kleiner, mit 400 PS oder so, der war nicht so viel. Aber damals, weil es ist Ferrari, ist immer geil, rot und die Form. Ja, und dann hat er uns was ausgeben zum Essen, Trinken und
ich war der Einzige, der nichts getrunken hat, weil ich trinke keinen Alkohol. Ja. Und er meinte so, ja, du darfst mich nach Hause bringen, aber musst nach Hause laufen, ja, also zum Camping. Ja. Ich so, ja klar, kein Problem. Ja. Und dann bin ich, glaube ich, 50 oder 60 bin ich so gefahren. Ich so, das war ein geiles Erlebnis. So. Das ist schon geil. Denkbar, ja.
ich glaube wirklich, ich habe jetzt so ein bisschen, bin ich mitgefahren, wenn du nicht immer Feuer gibst, dann ist, glaube ich, wirklich 14, 15 Liter absolut realistisch. Okay. Auch mit sportlicher Fahrweise, aber halt wirklich nicht mit Vollfeuer, dann braucht er einfach zu viel. Ja, wie gerade mit den Turbos, wo? Wenn du Turbo-Lauf-Turbos hast, sagt man immer, wo? Wenn du jetzt normal fährst, dann hast du ja das, diesen Vorteil vom Turbo, wo? Dass du nicht so hochziehen musst. Ja. Dann sparst du ja was, aber das ist, verleitet einfach zu sehr, wo? Das ist ja... Klar, kannst du mal zwischen. Aber das ist echt nicht hart, wow. Ich dachte, der wäre härter, so vom Gefühl. Hat bisher jeder gesagt, wirklich, ja. Aber man kennt es ja sonst so, wow, von diesen Brettharten, ja. Wo du immer wippst, nachwippst, du merkst jede Bodenwelle und denkst, boah, Alter, da bist du echt super vorsichtig mit allem, wow. Ja. Aber auf keinen Fall. Das ist ja eben auf so, gar keinen Fall. Man will nur das beschreiben. Wenn ihr den M4 kennt, wie geil das schon ist. Ja. Und dann sowas hier ist nochmal so eine Steigerung. Das ist Wahnsinn. Ja, das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Es ist einfach so schade, dass BMW nicht auch so ein Auto baut. Die können das ja. Ne? Die haben die Technik dafür, die haben die Motoren. Und aber weiß keiner so genau, wie die das nicht machen. Und wie gesagt, der M8 ist zu schwer dafür. Ja. Also, der wird zwar auch gut gehen, bestimmt. Ja. Aber völlig anderes Auto, ne? Das ist immer noch so ein bisschen auch. Autobahn, längere Fahrt, so, aber kein Supersportwagen in dem Sinne. Schon krass, echt. Das Konzept ist einfach anders, muss man dann nennen. Ja, vielleicht irgendwann erleben wir das vielleicht nochmal, aber jetzt ist irgendwann die Ära der Saugmotoren bald vorbei. Ja. Kommt BMW mit einem super Elektrowagen bestimmt. Ja, doch, der neue Chef der MGMW hat schon gesagt, ne? Dass also es auf jeden Fall MGMW wird, dann mit kombinierten Motoren und so. Also wie Porsche das ja auch schon macht. Genau, ne? Mit dem neuen Taycan? Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Irgendwie so Taycan oder so. Das ist ganz neu mit Elektro, ich glaube, der 900 oder so PS zusammen. Ja. Hat ja der welcher war das Neustart, der Spider, der hat doch auch zwei Elektromotoren vorne hinten, der insgesamt kombiniert 900 PS, 1300 Newtonmeter, ne, das sind ja Werte. Das. Du musst überlegen, das ist nochmal. Ja. Das geht ja gar nicht mehr, oder? Also, das ist nicht ja klar. Noch was zum Zeigen, auch sehr geil. Fühlt sich gut an, oder? Ja. Ja, er ist einfach zum Fahren gebaut. Oder? Es ist kein Kompromiss zwischen mal einkaufen fahren oder so, sondern einfach zum richtig schön heizen. Obwohl tatsächlich auch das Einkaufen fahren wirklich, das fährt sich so angenehm. Das ist ja eigentlich die Version zum Einkaufen fahren. Die andere Version wäre ja der Pista. Okay. Das ist ja das Upgrade von dem im Prinzip nochmal. Der ist für die Rennstrecke da. Ja, was ist da anders? Nochmal 50 PS mehr, sieht optisch nochmal ganz anders aus. Die Lufteinlässe nochmal anders. Auch nochmal tiefer, oder? Ja, tiefer auch nochmal ein bisschen, genau. Alles nochmal ein bisschen brutaler. Ja, aber der ist halt zum Einkaufen fahren. Das ist ja gut. Mal hören. Ja, aber wenn er
einfach so. Zufrieden. Ja. Egal was ist, einfach nur glücklich. Nee, nee. Hast schon alles richtig gemacht. Ich glaube auch. Sonst würdest du dich irgendwann ärgern, würdest du sagen, hätte ich mal lieber. Ja, ich glaube, das war, ja. Weil ich habe mir ja dann eine Woche lang Gedanken gemacht, soll ich das machen? Und auch Ferrari ist ja schon, was sagen ja, die anderen? Ja, ja. Und, ne, man ist ja eigentlich doof, ne? Das weil über so viele. Das ist über dich, das ja. ist für dich eben, Alter. Es gibt so viele Neider und die labern, egal was du fährst, ja. an dem vier fährst. Ja. Aber trotzdem. Obwohl ich wirklich sagen muss, der Verkäufer, ich habe mit dem da ja auch kurz drüber gesprochen, der hat gesagt, das ist beim Ferrari nicht anders. Mehr so, genau, es ist anders und es ist auch so. Ne, also die Leute freuen sich eigentlich. Weil man sieht selten. So selten, genau. Ja. Man freut sich echt mit einem so. Ja. Für einen so. Ne, heute war ich auf den Italian Day in Bielefeld und dann war so ein kleines Mädchen, die ist dann ganz vorsichtig mit dem Finger so dran gefasst. Ne, und dann die Mutter gleich so, nein, das darfst du nicht anfassen. Ne, und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, möchtest du dich mal reinsetzen? Ja. Die hat sich so gefreut. Ne, die Mutter hat dann Fotos gemacht, haben sich bedankt. Ne, und das ist ja für die auch dann ein Erlebnis gewesen in dem Moment. Ja, ja, klar. Hätte ich mich früher immer drüber gefreut. Ist nie passiert. Ne. Ist auch so, wo hast du denn mal diese Möglichkeit? Ja. 60. Deswegen hast du mich schon glücklich gemacht. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Gerne. Jetzt gucken wir gleich nochmal, was war von 100 bis 200, ob wir da noch was machen können. Weißt du denn die Zeiten, die der haben soll? Von 0 auf 200, 8,3. 8,3. Das heißt also, wenn wir Werksangabe fahren, dann sollten wir 5,3 fahren, weil der in 3,0 Sekunden auf 100 ist. 6,6 hatten wir eben, fehlen uns also noch 1,3. Mit zwei Leuten und einem vollen Tank schaffen wir das natürlich nicht. Aber ja, ja. Ne, die Reifen müssen auf richtiger Temperatur sein, etc. Aber 3 Sekunden von 0 auf 100. Ja. Alter, also mit der Launch Control würden wir es hinkriegen, aber so weit bin ich noch nicht. Nein. Also gibt es ein YouTube-Video mit der Launch Control, da schaffen sie 2,9. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Und das ist mit Heck? Ja, Heck hat sie. Keine Ahnung. Ja. Jetzt ist er ja zu, ne? Ja, aber abgedreht, da geht er hoch. Genau, jetzt war sie okay. Gerade direkt offen. Und wenn die halt sowieso wie heute auf Italian Day, das ist natürlich dann schon geil, wenn er dann dauerhaft offen ist, wenn er da so langsam dran lang fährt, so der röhrt so, ne? Weil er ist dann wirklich so laut, dieses Röhren. Ja, ja, klar. Aber wie schnell die halt aufgeht, sie ist ja nur einmal anticken. Ja, ne? Das ist schöne Quietschen der Bremsen. Ja, die sind jetzt warm. Ja. Kumpel letztens so, Alter, deine Bremsen quietschen aber übel, sagt er. So, die müssen so quietschen. Das soll so. Muss so sein. Ganz genau.
hast du echt verloren, oder? Mit Versteck. Ja, jetzt sieht man es, wenn man hier so langsam rumfährt. Ja, ja. Genau, dann machen wir auf Rückfahrt, fahren wir mal ein bisschen durch den Ort. Gleichzeitig. Dann langsam fährst du so schön bassig. Und wenn du da richtig Gas gibst mit Drehzahl hoch, dann ist schon genial. Ey. Wir sind da. Jawohl. Ich hätte auch gemacht. Ja. Hat bisher jeder gesagt. Ja. Ist auch so. Ja. Weil es einfach gerade, wenn man auf Auto steht, ne, das ist ja Emotion pur. Das ist einfach geil. Einfach nur so ein Traum von jedem Jungen, glaube ich. So ist der Ferrari. Ich glaube, ich würde auch keinen kennen, der sagt, Ferrari scheiße. Naja, nee, vielleicht dann sagt einer, ah, ich würde mir ein Lambo kaufen oder so, ne, aber. Habe ich mir natürlich auch angeguckt, Lambo, aber. Hattest du gesagt, die ganzen YouTuber fahren alle Lambo. Genau. Nee, nur du noch nicht, habe ich dann gesehen. Ja, genau. Ja. Ja, weiß nicht, Ferrari ist dann halt doch nochmal dieses, weißt du, ist halt ein Ferrari. Genau. Klingt schon geil, Ferrari, oder? Ja, ganz genau. Das Wort ist schon so schön. Danke! Das ist so verrückt und das wirklich, das passiert jeden Tag. Das ist, hast du jetzt gesehen, kein Zufall. Weißt du, hier ist gar keiner gewesen außer die. Das ist so verrückt, das macht voll Spaß. Also wenn du deine Ruhe haben willst, kann man damit nicht warten. Ja. Aber es ist so geil, dass die also so positiv sind. Ja, so das ist wirklich, das ist das Krasse daran. Kein Neid oder so Scheißkarre oder so, weißt du, einfach nur geil. Beim M4 war es oft so, manche haben den gefeiert, ne, aber oft auch nur so versteckt geguckt, weißt du, so ne, so ein bisschen so verborgen, ne, aber hierbei weiß ich nicht. Das ist, die Leute springen sofort über ihren Schatten scheinbar, haben da Bock drauf, das macht ja, dann Spaß. Ja, das ist echt so besonders. Diese so von beiden so, bleib immer da, das ist so cool. Oder halt auch selbst von den Italian Days, da waren ja 5 oder 6 Stück. Mhm. Als wir da runtergefahren sind, da fährst du so eine lange Gerade vom Lenkwerk runter, so 50, 100 Meter sind das bestimmt. Ne? Okay. Wirklich rechts und links, sofort sind die alle zu den Seiten, ne? Rechts und links Spalier gestanden. Einer hat sich gleich auf den Fußboden gelegt mit seinem Handy und hat gefilmt. Ne? Also wirklich sind wir da so durch die Reihe. Tobi sagt auch, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist echt was. Wenn Menschen das mit in die Wiege gelegt wird, weißt du, wenn ein roter Ferrari kommt, dann musst du da hinschmelzen. Ferrari, rot. Nee, auch alles. Mädchen, das ist ja, Mädchen sind ja gerade immer so, gerade beim M, das ist, also die sind eher immer so, Prollo, weißt du? Ey, beim Ferrari, die fangen an zu kreischen, die drehen voll durch. Zeig mal Fotos, das ist total heftig. Letztens wollte mich direkt einer, sollte ich sie adoptieren, 20 Jahre alt oder so, nee, dann sah die auch noch so heiß aus, weißt du? Ich denke, Alter, jetzt geht der Ärger bald los. Kannst mich ruhig adoptieren. Das schneide ich raus, keine Sorge. Ja, ich weiß, ich kenne dich ja. Boah, das wär's. Erst das Abschiedskuss hier und dann komm hinter den Kulissen. Ja, hinter den Kulissen. Ja, das wäre dann übel, du. Nein, oh, das habe ich ihr sogar auch erzählt. Nein, das ist gut. So ruhig wissen, was er hat. Aber ich weiß ja auch, was ich habe, von daher. Nein, ach, Quatsch. Würde ich nicht tauschen, echt. Spaß muss sein. Ja. Ganz, ganz Tag machen, oder? Geil, oder? Ganz, ganz Tag machen. Oh,
bräuchte ich keine Pause. Nur tanken müsste. Ja, 3 von 10 Strichen haben wir weggemacht bis jetzt. 3 von 10. 3 von 10. Das geht doch noch. Geht doch noch. Und du wirst wahrscheinlich, weil es macht eigentlich mehr Spaß, so durch die Stadt zu fahren, durch die verschiedenen Orte, als über die Autobahn zu heizen. Das macht dann ein, zwei Mal, klar, bockt richtig, ne? Ja. Aber wenn du 1-2 Stunden rumfährst, glaube ich, dann fährt man eher so durch. Ja, klar. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Also mir hat es mal hoffentlich angesehen. André auch. Auf jeden Fall. Nee, war echt so ein schöner Traum. Echt geile Sache. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Wagen, schreibt das einfach mal drunter. Bei dem ihr so einen holen sollt, schreibt das auch mal drunter. Nee, du sollst ja mal ein M kaufen. Ja, schreibt das erstmal mit dem M4. Also das habt ihr letzte Woche schon drunter geschrieben, ob ich mir den holen soll. Mal schauen. Stimmt, vielleicht hast du ihn ja jetzt. Ja, da hab ich ihn. Lasst euch überraschen. Ja. Ich freue mich über ein Abo von euch. Ein Like ist auch super gern gesehen. Lasst einen Daumen hoch und ansonsten, ja, grüßt den André nochmal. Ciao, ciao. Wen willst du nochmal grüßen? Meine Frau. Danke. Ja. Liebe Grüße von mir auch nochmal. Danke dir nochmal, André. Oder? Ja, gern geschehen. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.